Gentlemen, I have seen the future. Where now there are struggling farms, I see a gleaming city rising from the parched plains. A city that has my name on it. Boys, we have ourselves a job to do. There's some as has a problem sharing my vision. They fail to see that selling their land to me will make this county the wealthiest in the state. Well, their time has finally come. You will enlighten them. Go out there and don't come back till I can look at this map and know that every inch of it is mine. Yeah! Said. She got a voice on her, almost as pretty as yours, Anna. Shall I write a list for you? Nope. Got it in my head, ain't I? You better have. 2 pounds of flour, 1 ham salted, 1 pound of sugar, fruit if they got any. Calico, 8 yards, and if there's any cash left, some of that flowery water. Rose water. Yeah, rose water. I think that just about covers it. Marshall James Anderson buying perfume. This is history. This is marriage. Well, well, the valiant Marshal is still holding out. Now, what is it the bard wrote? Cowards die many times before their deaths, but the valiant taste of death but once. Doctor. What? We're sent to buy their land, to persuade them, to enlighten, remember? Oh, I always enlighten. And then, I kill. Sarah, come away from the window, honey. Yes? Good afternoon, ma'am. Is the marshal in? He ain't a marshal no more, sir. Mr. Anderson, then. Who is it wants to know? Well, we was wondering if your husband has given any more consideration to the offer that we made on this farm a couple of weeks back. You got your answer then, I believe. What is it the Bible says, Slim? I don't know, Doctor. Ah, yes. You don't never, never look a gift horse in the mouth. That's a pearl of wisdom, ignored at your peril.
Well, we ain't selling. Lady, you would never forgive yourself if you let your husband pass on this unique, once-in-a-lifetime opportunity. Let me enlighten you as to the benefits of reconsidering. My husband's not here right now. We know that. Must be 10 years since you traded in your Silver Star for a plow, James. It was a sad day for the county when you retired, that's for sure. A man can get too ambitious. Hell, you kill a few men before a jury gave you permission to and they fire you. Ain't fair, no sir. You ain't a farmer, James. Your father weren't a farmer and you ain't either. My father didn't live long enough to find out what he could have been. Well, I reckon that's true, but... And every man's entitled to a fair trial, wouldn't you say? Right, but you never shot an innocent man. I never met an innocent man. That'll be $4, Marshal. You got any of that, fancy rose water? Yes, sir. Direct in from Paris, France, sir. And might I add, Mrs. Anderson has excellent taste. Yeah, and she smells good, too. Stop it! Stop it, please! Run, Sarah! Run! Oh, don't cry, woman. Remember, to weep is to make less the depth of grief. Yeah, that's the one. Let me down! Put me down, or you're in trouble! Big trouble, mister! Trouble, eh? Ha! Hear that, Doctor? I'm in big trouble! Give my regards to your family, James. Thank you. I will. James, please. Where did they take her? Anna! James, I'm cold. Hold me. I'm holding you. I love you. Anna! Ja, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt. Es ist Outlaws, vielleicht kennen es einige. Es war ein verdammt langes Intro und ein sehr schönes Intro. Und wenn wir das Spiel jetzt hier sehen, ist es aber nicht mehr so schön. Ja, es ist ein etwas älteres Spiel. Es ist von 98, glaube ich, oder 97, ist von LucasArts. Es ist ein Ego-Shooter. Viele haben sich mal wieder gewünscht, dass ich einen Ego-Shooter spiele. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum spielst du denn nicht einfach ein Spiel, was du damals sehr gerne gespielt hast? Und das ist Outlaws. Wie ihr seht, ist die Grafik... selbst für 98er Zeit sehr dürftig. Und ja, das war auch einer der Kritikpunkte, glaube ich, bei dem Spiel. Also auch wenn nur der einzige. Das ist ganz normale Standard-Shooter-Kost, die eigentlich nicht viel verändert ist heutzutage. Man ballert einfach rum. Ist im Western, was mir sehr gefällt. Und ich würde sagen, bevor ich hier weiter auf das Spiel eingehe, beende ich erstmal diese Folge und wir machen das alles in der nächsten Folge alles schön in Ruhe.
Und dann erkläre ich auch alles hier, Steuerung und Sache, ein bisschen was zu der Grafik, wie man sieht, so 2D, 3D-Gemisch ist das sozusagen. Was schon bei Duke Nukem 3D Verwendung gefunden hat. Ja, kommt hin, oder? Ja, doch, das war da auch. Gut, dann sage ich mal tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. War ein bisschen kurz für mich hier mein Gespräch, aber wird dann beim nächsten Mal länger und dann werden wir uns hier durch den Westen ballern und wir werden mit dem Marshall zusammen seine Tochter finden und sie retten natürlich. Niemand entführt einfach irgendeine Tochter und tötet seine Frau. Das lässt der Marshall auch nicht mit sich machen. Das lässt niemand mit sich machen. Also werden wir dann durchballern und alles umbringen. So. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal dann. Bis dann.